Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flaffo und nein, ich spiele heute nicht mit euch Ori, sondern ich bin nur ein Beobachter einer Aufzeichnung, einer Videoaufzeichnung. Nämlich Keep hatte ja einige Probleme bei Ori im letzten Livestream und hat aus dem Grund auch den Livestream beendet, weil der Frust immer größer wurde. Und zwar war es, sind wir hier in der Mondgrotte und da ist eine Stelle mit sehr vielen Stacheln, wo man einfach oder wo Kip einfach nicht weiterkam mit Ori. Und jetzt hat er sich etwas überlegt, und zwar einfach offline nochmal einen Weg zurückzugehen und ein paar Lebenszellen einzusammeln. Ihr seht, er hat jetzt nämlich fünf grüne Lebenszellen, die man, wenn man sie auffüllt, sogar sechs Lebenszellen hat. Und ich meine, er hatte nur drei Lebenszellen und da kommt man einfach nicht weiter. Das ist jetzt eine Aufzeichnung von dem Spiel, wie Kip jetzt das, ja, wie gesagt, offline gespielt hat. Und im Anschluss daran wird dann der Livestream kommen, also im Anschluss von dem Spielstand am Ende von diesem Aufzeichnungsvideo, wird dann der Livestream pünktlich am 27. November um 20:15 Uhr stattfinden. Also Nightstream. So, jetzt gucken wir mal rein, wie Kip sich da so geschlagen hat. Besser gesagt, Ori sich so geschlagen hat. Ja. Autsch, autsch, autsch. Ja, das ist eine echt doofe Stelle. Es gibt keine einzige Stelle an dieser Stelle, wo man normal laufen kann, sondern man muss wirklich diese Sprünge in der Luft quasi vollführen und im richtigen Moment auf die Leertaste drücken. Also Keep spielt am Computer, nicht an der Konsole. Man kriegt das Spiel auch auf der Xbox und auch auf der Nintendo Switch. Xbox meine ich. Aber ja, will jetzt nicht zu viel, nichts Falsches sagen. Also auf jeden Fall auf der Nintendo Switch. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, man muss wirklich im richtigen Moment auf die Leertaste und auch auf die Pfeiltasten drücken, um die Stacheln möglichst aus dem Weg zu gehen. Am besten ist es, den natürlich ganz aus dem Weg zu gehen. Ich habe schon gesehen, dass es Leute mit einem One-Hit geschafft haben, also mit einem First Try geschafft haben. Und hier hat er es jetzt auch geschafft. Nach gerade mal drei oder vier Toten hat Kip es tatsächlich da hoch geschafft. Und da ist eine neue Lebenszelle. Jawohl, sammeln Sie ein. Und nochmal speichern vielleicht. Und dann kann es schon weitergehen an dieser Stelle. Ein bisschen weiter geht's noch. Ja, schaut euch mal die Decke an, da hängen Fledermäuse runter, pinke Fledermäuse. Es ist, wie gesagt, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Ori ist ein wunderschönes Spiel, optisch, wie auch von der Story. Und das ist auch der Grund, warum hier auf dem Kanal Ori als Nightstream zu sehen ist. Weil ich finde, das ist die Ästhetik der Nacht und des Dunklen und des Mystischen wird sehr, sehr selten so gut rübergebracht, wie in diesem Spiel. Und hier ist auch wieder eine verdammt ziemlich verzwickte Stelle. Jetzt ist der Gegner weg. Und er hat jetzt nur noch drei aufgeladene Lebenszellen. Da bewegen sich die Felsen so hoch und runter und man muss die praktisch, ja, Batsch, erwischen, hochklettern, wieder erwischen und hochklettern und bis man über diese ganzen Stachel drüber ist. Ja. Aber ich denke, Ori schafft das. Ist Ori eigentlich weiblich, männlich oder geschlechtslos? Ich glaube weiblich, wenn man mancher Hüstel-Hüstel-Fanart, die man so von unserer kleinen leuchtenden Katze sieht, glaube ich, ist Ori weiblich. Und ja, sie ist, ich glaube, soll eine Katze sein. Es erinnert mich ein bisschen an Mew, an das Pokémon Nummer 151. Ja. Also, wirklich, komm, Kip, das schaffst du. Oder Ori? Ja, Kip spielt. Ori ist. Übrigens, dieses Spiel im allerhöchsten Schwierigkeitsgrad gibt es dieses Spiel unter der Rubrik Ein Leben. Also das bedeutet, so viel ich das verstanden habe,
Wenn man einmal stirbt, fängt man nochmal komplett ganz von vorne an. Oder? Das heißt, stellt euch mal vor, ihr habt wirklich bis hierher gespielt und habt sogar diesen komischen Stachelwall da vorhin und dann macht's Patsch und ihr fangt wieder ganz von vorne an. Ich frage mich, ob das schon mal jemand gemacht hat. Muss ich nachher dann gleich mal recherchieren. So, da oben gibt es eine fette, komische Zwiebel. Ja, eine Leuchtzwiebel, die müsst ihr holen. Ja. Spreng sie einfach auf. Patsch, jawohl. Und wir haben wieder schön Lebenszellen hier. Diesmal 6 grüne und 4 weiße Energiezellen und Lebenszellen. Ja. Das heißt, wir können im Fähigkeitsbaum, kann man jetzt eine Fähigkeit dazu nehmen. Ah, oh, da ist was. Na gut, Kartenmarkierung oder die Streuflamme. Das bedeutet, man kann zwei Gegner, zwei Ziele auf einmal treffen. Und Kip hat sich dafür entschieden. Kartenmarkierung nicht so. Na, Kartenmarkierung. Oh, der Gummo oder wie er heißt. Ja, dem müssen wir nachgehen. Also dem müssen wir verfolgen. Wenn man diesen Hebel umdrückt, was passiert dann? Ah, drück doch einfach um. Drück ihn doch einfach um. Ah ja. Dann geht es da runter, aber ich glaube, dann kommen wir dahin, wo wir vorher waren. Na, nochmal ein Blick auf die Karte. Also die Fähigkeit Kartenmarkierung bedeutet, dass man auf der Karte, wenn man die Tabulator-Taste drückt, also wie gesagt, wenn man am PC spielt, Kip spielt ja am PC, kann man dann mit der Fähigkeit Kartenmarkierung praktisch auf der Karte sehen, was es noch einzusammeln gibt. Das kann auch ganz praktisch sein, wenn man Lebenszellen oder irgendwelche Kartenfragmente oder so braucht. So, spring einfach drüber, bitte nicht runterfallen, sonst müssen wir wieder durch den Stachelwald. Aber da ist ein Speicherpunkt. Das heißt, es ist eigentlich ganz geschickt, wenn man dann irgendwo landet, wo man nicht mehr rauskommt oder nochmal irgendwo dann eigentlich mit Absicht sterben, dass man an einen Speicherpunkt dann rankommt, wo man dann wieder weiterkommt, rankommt, weiterkommt. Also das ist wirklich das Spiel, muss ich sagen, als Nightstream bestens geeignet. Der Zauber der Nacht. Und da ist wieder unser Freund, der Kumo. Und was hat er jetzt vor? Oh, holder die Polder. Jetzt regnet es, glaube ich, Felsen und Steine. Und das ist was Neues, weil Ori darf diese Steine noch nicht einmal berühren. Also klar, wenn man den auf den Dates kriegt, auf den Kopf kriegt, dann ist man weg vom Fenster. Aber Ori darf sie nicht mal Ach, darf die seinen Stein nicht Steine. mal berühren. So. Deswegen sind hier auch ordentlich Lebenszellen. Aber ich glaube, das ist doch zu schaffen. Das sieht nicht so schwierig aus wie der Stachelwald. Aber wir werden an dieser Stelle, wir machen es jetzt ganz spannend, ja, wir werden an dieser Stelle einen Cut machen. Und weil an dieser Stelle geht es dann nämlich im Livestream Scheiße. weiter. Ich freue mich darauf, euch dann da zu sehen. Vielleicht komme ich ja als Gast oder es wird Keep spielen, mal gucken. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr mich im Livestream sehen bei Ori oder Kip? Oder sollen wir uns vielleicht abwechseln? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, natürlich. Ja, und schaut ruhig auch auf den anderen Kanälen von Kip Supernova vorbei. Er hat ja auch einen Trolls-Fan-Kanal und einen ganz mysteriösen Marshall Dog Puppy-Kanal. Da ist noch nichts drauf, aber ihr könnt ja mal reingucken, was da los ist. Ich bedanke mich bei euch, euer Red Panda. Ja, freue mich schon auf Turning Red. Aber gut, ich schweife jetzt ein bisschen ab. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig und spielt ordentlich Ori, ja, und Oreo, Ori, and the Blind Forest. Das war's. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Nightstream und ganz sicher im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.